Heute befinde ich mich im Nordfrankreich an der Abtei von Valoire, wo ich mir ein paar Urlaubstage gönne. Was gewinnen wir, wenn wir der Zeit hinterherlaufen? Es ist eines der Paradoxa des modernen Zeitalters. Je mehr Zeit wir haben, desto mehr Zeit brauchen wir. Ist der Kapitalismus schuldig, der sich durch den Wunsch auszeichnet, mehr zu produzieren, mehr zu konsumieren und schneller zu sein? Sicherlich größtenteils. In unserem modernen Leben gibt es nicht nur wenig Raum für Muße, sie wird auch nicht ausreichend wertgeschätzt. Optimieren, produzieren, kontrollieren sind Aufforderungen, die darauf abzielen, die Welt zugänglicher, produktiver, kontrollierbarer, nutzbarer zu machen. Die Beschleunigung ist umso verheerender, als sie nicht im Einklang mit den Rhythmen der Natur, auch mit unseren eigenen Rhythmen steht. Wir erschöpfen den Planeten, ohne ihm Zeit zur Regeneration zu geben. Die Diktatur des Wachstums um jeden Preis ist tödlich für uns und für diese Welt. Wir müssen langsamer fahren. So scheint es mir. Es ist für jeden von uns an der Zeit zu handeln, bevor es für die Welt und unseren Planeten zu spät ist. Für den Soziologen Hartmut Rosa, der sich mit Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie beschäftigt hat, wäre der Hauptgrund für diese Beschleunigung in der Metaphysik zu suchen. Wir zwingen uns, schnell mehr und besser zu leben, bevor wir sterben. Es ist eine Flucht vor der Angst vor dem Tod. Und Sie? Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Zeit davonläuft? Sind Sie in der Lage, sich selbst Zeit zu schenken, um an Lebensqualität zu gewinnen? Ich überlasse Ihnen und mir diese beiden Fragen und wünsche uns allen eine gute Woche. Au revoir.